Ich muss echt sagen, dass mir dieser defensive Move von dem Magiern echt gut gefällt. Also, dass ich jetzt momentan mit C aktiviere, dieser kleine Backstep zurück. Ah, da ist jemand schnell unterwegs. Weil es wirklich in ganz vielen Situationen einfach den Charakter vom Schaden bewahrt. Leider ist die Cooldown-Phase ein bisschen lang von dem Skill, das heißt, man muss ein bisschen warten, bis man den wieder benutzen kann, aber ich denke mal, das ist fair und kann später sicher auch trainiert werden, dass es nicht so lang dauert. Oh, ich glaube, das ist... Nein! In letzter Sekunde entkommen. Meine Meinung zu der Steuerung übrigens, ich finde sie extrem gut. Ich habe jetzt, also am besten kommt man an die Skills, die an die Maustasten gebunden sind und an C, weil man da wirklich nur den Daumen bewegen muss. Aber jetzt, wo ich den neuen Skill jetzt auf 1 gelegt habe, das passt eigentlich auch ganz gut. Also man kann laufen, man kann sich, man kann alles gut steuern und dann noch an 1 rankommen, um den Skill zu aktivieren. Ich denke mal, es wird dauerhaft hinauslaufen. Wenn man auf die Maustasten die Skills benutzt, legt, die man eigentlich permanent gebraucht, zum Beispiel dieser Standard-Move, und auf die anderen Tasten, die ein bisschen schwerer zu erreichen sind, Skills, die eine lange Recovery-Time haben, also die man einfach nicht pausenlos benutzen muss und spammen muss. Ja, wo ist der nächste? Da vorne. Ich meine, diese Quest ist auch ganz gut, um ein bisschen zu trainieren, weil, wie gesagt, das sind die Gegner, die momentan für mich die meisten Experience-Points liefern. 207 pro Stück. So, zwei noch. Dann haben wir die Quest. Okay. Gönnen wir das der Dame. Sind ja genug von den Dingern da. Ich finde es leider noch ein bisschen umständlich, dass man wirklich immer F drücken muss, um was aufzunehmen. Also da wäre so eine Auto-Loot-Funktion eigentlich ganz cool. Vielleicht gibt's sie und ich verpasse sie die ganze Zeit, aber... Okay, das war ein bisschen zu früh. Und geschafft. Sehr gut. So, vielleicht checken wir mal kurz, wie viel... Ah, wir haben schon 52 Experience, vom Level Up. Also, es geht eigentlich ziemlich fix am Anfang. Da können wir uns mal angucken. Okay, das scheint ein Priest oder Elementalist oder Mystic oder sowas zu sein. Auf jeden Fall irgendwas, was Stäbe trägt. Ah, da ist auch ein Magier. Das ist das erste Mal, dass ich mal einen Magier sehe, also... Spannend zu sehen. Okay. Der spammt schön seine Attacken. Kann auch irgendwie so dagegen noch nicht angegriffen hat. Vielleicht gibt es da irgendwie, ein Paralyse-Spell. Genau, da müssen wir da oben hin. Allgemein finde ich es ein bisschen schade. Ich suche die ganze Zeit andere deutsche Spieler, aber, bisher habe ich so gut wie keine gefunden. Manchmal sieht man im Chat Leute, die ein paar Sätze auf Deutsch reden, aber allgemein scheinen die meisten Menschen, die momentan die Beta-Phase spielen, Franzosen zu sein. Beziehungsweise in der Zeit, wo ich spiele. So. Ja, nehmen wir das. Okay.
Tada! Sehr gut. Ach ja, für die Leute, die am Anfang ein bisschen verwirrt sind und nicht wissen, wie man andere anwispert oder Partys bildet, wenn man Alt drückt, jetzt brauche ich noch irgendwie einen anderen Spielercharakter, um das zu demonstrieren. Egal, wenn ihr Alt drückt, kommt ihr nämlich in das Mauszeigermenü, in dem Mauszeigermenü und könnt dann sozusagen entweder Leute direkt ansprechen oder mit Rechtsklick auf andere Spielercharaktere verschiedene Funktionen wählen, wie zum Beispiel eine Party einladen, anwispern und was nicht alles. Vielleicht kann es hier mal präsentieren. Hallo Lilith. So, invite a party, trade, duel, PvP. Also die ganz normalen Sachen. Kann man blocken, als Freund adden. Ja. Und während man in diesem Menü ist, kann man auch weiterlaufen. So, ja, dann würde ich mal sagen, wir beginnen es mal zur nächsten Quest, wo auch immer die nächste ist. Tada. Momentan finde ich es ein bisschen schade, dass die Musik einfach mittendrin einfach mal aufhört. Weil die eigentlich schon einige an Stimmung zu bieten hat. So, vielleicht checken wir mal. Kann man schon was Neues kaufen? Nein, Level 6 brauchen wir und wir sind Level 5, okay. Dann können wir uns Fireball 2 kaufen. Und Painful Trap. Set a trap of explodes when stepped on. Okay. Ja, hört sich auch cool an. Wie viel brauchen wir noch? Ah, ungefähr 1000. Bisschen mehr. Das heißt, wir müssten 5 von den Spore-Dingern killen. Aber vielleicht können wir direkt mal eine Quest machen. Und kriegen dadurch auch mal ein bisschen XP und Points. Tada. Hallo! Das sind übrigens diese Camping-Fires, von denen ich gesprochen habe. Das heißt, wenn man davor steht, oben sieht man es. Oh, ich aktiviere mal. Meine Stamina nimmt dann zu. Und je mehr Stamina ich habe, desto fitter bin ich theoretisch. Also Regeneration steigt, Geschwindigkeit steigt, glaube ich, auch. Und man kann bestimmte Effekte nutzen. Was auch bei diesen Campingfires besonders ist, man kann, während man daneben steht, diese Charms reinwerfen. Und die haben dann einen bestimmten Effekt für eine bestimmte Zeit. Also, ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Bitte. So. Ja. Quest. Wo seid ihr? Bitte. Ja, ich rede einfach nochmal mit der Dame, um rauszufinden, was... was mit diesen... Okay, ja, dann reden wir mit dem. So, was müssen wir machen? Ein Item Market, okay. Ja, also wieder eine dieser extrem schweren Quests, mit denen man einfach, wo man einfach mit jemandem reden muss. Da. Reden wir mit dem Herrn. Da. Okay, ja. Ja, dann wird man einfach weitergeleitet, um mit dem Magic Instructor zu reden. Habe ich zwar schon mal gemacht. Okay. Tui scheint dieselbe Quest zu machen wie ich. Okay, dann geht's auch weiter. Lily, das war, glaube ich, da hinten. Ah, da sehe ich es auch, das ist schon der Fall. Nicht der Fall, der Stern. Also wie gesagt, ich konnte mir die Stadt schon mal ein bisschen angucken, ohne das aufzunehmen, weil ich glaube, es wäre ein bisschen langweilig, mich stundenlang rumirren zu sehen. Deswegen kann ich mir schon ein paar Namen merken, ein paar Locations, wo es was gibt. Was ich momentan noch nicht rausgefunden habe, ist, bei Level Up wird man scheinbar stärker, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass man irgendwo Stat Points verteilen kann. Und die scheint momentan noch nicht der Fall zu sein. Falls ja, verpasse ich das Ganze und bin die ganze Zeit noch extrem schwach, aber naja. Momentan reicht's noch. Wenn ich irgendein Problem beim Kampf habe, werde ich mich da ein bisschen mehr einlesen. So, was gibt's noch? Muss das?
Okay. Jo. Jo, sehr gut. Das war wahrscheinlich wieder so eine Quest, die uns einfach ein bisschen rumführt. So, hier in der Map, das habe ich nämlich auch letztens rausgefunden, in der Map sieht man manchmal diese kleinen Flammen, das sind diese, ja, Campingfire werden die hier genannt, wo man sich eigentlich ganz gut regenerieren kann. 120% scheint das Maximum zu sein, das ich momentan haben kann, also von der Stamina. Aber ich bin auch noch nie in die Situation gekommen, wo ich zu wenig Stamina hatte. Und ich bin auch nicht 100% sicher, was Stamina genau, ja, decreased. Ah, irgendwas, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Okay. Diese Liste ist leer. Oh, laufen wir mal ein bisschen rum. Wie sieht es mit Extreme Points aus? Oh, da fehlt nicht viel. Dann würde ich einfach sagen, dann killen wir einfach nur kurz ein paar Gegner, und damit wir Level 6 erreichen und uns den neuen Spell, beziehungsweise die zwei neuen Spells leisten können. Hier kann man übrigens diese Crystals kaufen, von denen ich geredet habe, die man dann in die Sockel der Waffen, sofern diese Sockel haben, reinlegen kann und dann einen Effekt kriegt. So. Da haben wir scheinbar irgendwie eine Quest bekommen, ohne dass wir was gemacht haben. Oder liegt es einfach am Level Up? Mit Adria müssen wir reden. Also scheinbar werden einige Quests direkt aktiviert, wenn man ein bestimmtes Level erreicht. Eigentlich ganz cool. Ah, ich glaube, wir können auch direkt eine neue Waffe. Oder? Nee, da brauche ich Level 7. Bei einer Quest habe ich eine ziemlich coole neue Waffe bekommen, die wesentlich stärker ist als die, die wir momentan haben. Aber scheinbar brauche ich dann noch ein ganzes Level Up, um die zu tragen. Auch zum Magic Instructor. So, und dann können wir uns direkt mal den Fireball Skill learn und learn. So. Mit K aktiviert man es. Aktiviert man das Skill-Menü. So, was haben wir noch? Magma Bomb? Nein. Ah, Fireball 2? Okay. Scheinbar haben wir einfach unseren ersten Skill verbessert. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es ja, Verbesserungsskills gibt. Painful Trap ist auch das neue. Set a Trap Explodes when stepped on. Okay. Ziehen wir jetzt einfach mal hier auf 2 rein. Wie sind die Casting Times? Okay. Okay, Cooldown scheint extrem lang zu sein. So, testen wir das direkt mal aus. So, erstmal gucken, was unser neuer Feuerball-Spell macht. Oh, der macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Davor waren es ungefähr 28, jetzt sind es durchschnittlich 41. Das ist schon mal ganz cool. Weil ich traue mich noch nicht, den neuen Skill gegen den auszutesten, weil ich noch gar nicht weiß, was passiert. Benutzen wir den mal. Okay. Ja, locken wir den mal an. Na komm. Ja, was jetzt passiert? Haben wir Schaden gemacht? Ah, da wurden wir getroffen. Aber egal. Wir haben die Hälfte René.